Und ein herzliches Willkommen zurück natürlich zum nächsten Part. Wo waren wir? Anno 2205? Höchstwahrscheinlich? Sehr wahrscheinlich. Ja. Ja, Anno 2205. Mann, oh Mann. Heute stehe ich aber auf dem Schlauch. Unser Einfluss steigt immer noch weiter. Wir brauchen wieder 30, weil das Ziel. Hier übernehmen, damit wir mehr Einfluss und dann noch schneller die hier übernehmen können. Geld spielt eh keine Rolle, wir sind schon wieder am Maximum. Das heißt, wir müssen unsere Leute noch mehr erhöhen, um noch mehr produzieren zu können. Von noch mehr. So, wie sieht es jetzt aus? Okay, das sieht schon mal sehr gut aus. Dann brauchen wir noch eine Handelsroute. Gibt es denn das, dass wir da so viel haben? Transferroute registriert. Genau, dann haben wir das schon mal. Dann können wir da reinspringen. Wir könnten theoretisch noch ein paar Leute aufsteigen lassen. Weil das macht ja Sinn. Wir müssen ja eh hier warten. Und da steigt ja. Okay, mit der Firmenstufe steigt auch der Einfluss ganz leicht. Wir brauchen noch ein paar Leute. Es ist ja in Ordnung, sagt ja keiner was. Firmenranking, das sind wir eh weiter. Ab vom Schuss. Okay. Ist schon komisch, dass es nur ab und an wirklich arg leckt. Verstehe ich auch nicht, warum. Genau, dann können Nichts wir heute brennt auch oder die Forschung da explodiert, abschließen und so viel ist vielleicht ja noch dann mal übrig. schauen, wie wir weiterverfahren. Dass wir da oben noch weiterkommen. Okay. Sagt ja keiner was. Ja, Hauptsache erstmal reinzoomen, wo ich auf rauszoomen klicke. Ja, so kann man auch mal ein paar Leute aufsteigen lassen, ne? Neue Firmenstufe. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, wir müssen mal schauen. Kann ich Ihnen etwas holen? Tee, Kaffee? Oder kann ich etwas für Sie tun? Okay, es fehlen schon wieder Vitamindrinks. Da müssen wir jetzt einfach mehr produzieren. Gut, der Bahnhof, der ist erstmal egal und die Sicherheit auch. Wir sind hier ja nicht in Deutschland. Wir brauchen mehr von denen hier. Können wir da noch irgendwie eins reinsetzen? Leider nein, ne? Wäre so schön, wenn das da genau reinpasst. Okay. Ja, da hinten das Feld müssen wir auf jeden Fall abreißen. Einfluss erreicht neue Stufe. Neue Stufe beim Einfluss. Das sieht doch spitzenmäßig aus. Wo ist die aktuelle da? Genau.
Transfer. Genau, dann müssen wir jetzt bloß noch die anderen da wegen abändern. Und dann passt es schon soweit. Hoffe ich mal. Gut, nachdem die... Da schauen wir uns erstmal an, um welche das es da geht. Es geht um die hier. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall mitbieten. Da müssen wir uns konzentrieren, weil da müssen wir mitbieten. Weil sonst können wir den eher weniger übernehmen, ne? Und ich würde es da keinen Einfluss verschwenden, nur um da nicht mitspielen zu können. Das Geld haben wir gleich wieder. Das darf nicht sein. So. Wir brauchen mehr Bahnhöfe. Ja, ist ja in Ordnung. Das heißt, wir verschieben das Gebäude da mal. Beziehungsweise, macht das überhaupt Sinn? Nicht unbedingt. Würde ich mal sagen, da passen genau zwei Bahnhöfe hin. Das macht ja Sinn. Nur, dass wir den hier mal drehen. So, jetzt aber. Warum nicht gleich so? Okay, es fehlt immer noch an Sicherheit. Firma unter neuem Titel geführt. Neuer Titel. Na, den könnten wir uns auch gleich mal anschauen, was für Titel das jetzt schon wieder ist. So. Kartellvernichter, okay. 16.000 Einwohner müssen wir noch aufsteigen. Kontolimit liegt schon bei 9,1 Millionen Credits. Geld spielt keine Rolle, wie ihr seht. Brauchen Sie mich für einen Statusbericht? Momentan nicht. Neues Stationsmodul zum Andocken bereit. Okay. Das heißt, wir springen mal in den Orbit. Würde ich sagen. Komisch ist auch mittlerweile lädt er schneller. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Ja, das weiter rauszoomen, das ist schon ein Hammer. Gut. Also, wie kann ich behilflich sein? Ja, ist ja in Ordnung, sieht ja keiner aus. So. Forschung, zurück in den Orbit. Falsche Taste. Sie mich für einen Statusbericht. Okay, das haben wir. Da kriegen wir nur einen Werkstattbausatz. Okay. Das heißt, wir können da ja noch so mal einen hinsetzen, oder? Das ist ein Elektroniker. Ja. Forschung, so viel also dazu. Welcher ist das? Das ist der hier. Okay. Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Doch ich empfehle, dass Sie nicht so lange in der Schwerelosigkeit bleiben. Das müssen wir auch nochmal laufen lassen, dass wir das auf jeden Fall haben. So. Da müssen wir jetzt mitbieten, weil den wollen wir auch nicht verlieren. Bei 10 Sekunden erst mitbieten, weil wir wollen natürlich nicht vorzeitig die Angebote schon nach oben drücken. Morgen ist ein neuer Tag. Ah, ich setze mal 3 Millionen. Okay, 3,6 Millionen. So langsam gehen uns wirklich wieder wegen des Geld aus im Vergleich zum Einfluss, aber das spielt keine Rolle. Ich bin sicher, dass Sie aus Ihren Fehlern lernen. Uns geht das Geld aus. Aus unseren Fehlern?
Welche Fehler? Mein Freund, man muss lernen, aus jeder Situation einen Vorteil herauszuschlagen. Ja, genau. Ist schon mal eine gute Idee. Schlecht umgesetzt von dir. Okay, das heißt, wir haben hier wieder zwei. Könnten wir die zwei auf jeden Fall machen? Ne, das interessiert ja keinen. Was haben wir da? Gewinnt 10. Ja gut, das brauchen wir auf jeden Fall. Diese ganzen Recycling-Dinge. So. Dann. Wie sieht's denn da mit der Bilanz überhaupt aus? Normalerweise sieht es ja sehr gut aus. Okay, das passt schon mal. Und da fehlt uns einfach Geld. Geld kriegen wir mit mehr Einwohnern. Mehr Einwohner sind da. Oder wir könnten auch mal eine neue Handelsroute. Was haben wir denn viel? Würde es ja fast lohnen, oder? Da zahlen wir nur drauf. So. Da haben wir noch was. 11.000. Ja, so sind jetzt eigentlich auch relativ wenig. So, wo sind wir diese... Ja, ist schon eher die Hausnummer. So. Okay, die bringen auch nichts in der Hinsicht. Mond. Anti-G. Ware, Tundra. Ach, das will der Weltmarkt gar nicht haben. Okay, ist auch mal gut zu wissen, dass die nicht alles annehmen. Dann können Sie fortfahren. Konkurrenten bieten auf ihre Firmenanteile auf unsere Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja, das geht gar nicht. Ja, das ist schlecht. Mal vorzeitig schon abbrechen, weil wir haben gar kein Geld dafür. Ja, wir müssen mehr von denen hier aufbauen. Weil immer wieder die Symbole kommen. Ich nehme stark an, da müssen wir einfach vorsorgen. So. Dafür könnten wir jetzt von denen da vielleicht nochmal... ein paar aufsteigen lassen. Wir lassen mal ganz kurz laufen, damit wir noch ein paar weitere Investitionen in Forschung möglich. Ja, klasse. Entschuldigt kurz die Sounds im Hintergrund. Man sollte das Handy während der Aufnahme stumm schalten. Das ist die Aussage. Sie hier? Und ich hab nicht mal auf. Klar. Wenn ich das auswähle, können wir keine mehr aufsteigen lassen. Ich bin sicher, dass es für uns in der Zukunft viele Möglichkeiten gibt. Was haben wir denn da? Ist in Ordnung, wir können ja ein bisschen vorspulen. Weil wir müssen ja eh die 2 Stunden da irgendwie rumkriegen. Vielleicht mache ich da auch noch was, irgendwas mit Fast Forward, wer weiß. Klar. Warum sollte ich nicht?
Klar, hat nichts gefehlt. Jetzt fehlt auf einmal Luxuskost. In Riesenmengen. Abbrechen. Wo produzieren wir Luxuskost? Ist doch auch da. Genau. Wir müssen auch jetzt die Einwohnerzahlen nochmal steigen. Drastisch. Genau. Ja gut, bilanztechnisch sieht das schon sehr gut aus. Ist halt auch eine Riesenstadt, ne? Das darf man nicht vergessen. Wie sieht's denn überhaupt aus? Wasser passt noch. Da fehlt ja alles. Ja, schön zu wissen, dass alles fehlt. Das fehlt. Warum kann man das einfach nicht sauber machen, dass man das sauber anklicken kann? Ich will doch nur die Handelsrouten von dem. Also von da kriegen wir auf jeden Fall die irgendwie her. Ah. Sagt alles. So. Ach, genau. Was wollte ich wieder? Die haben wir auch zu wenig. Transparameter werden erneuert. Okay, wir müssen auf jeden Fall in den Sektor einsteigen und wesentlich was bearbeiten. So, wie sieht's noch aus? Was fehlt noch? Androiden fehlen. Okay, das fehlt und das fehlt. Das eine kriegen wir doch vom Mond. Output-Transfer-Optionen werden. Das andere kriegen wir doch von da. So, Moment. Wie sieht das mit den Waren aus? Da haben wir da oben einen riesen Überschuss. Machen wir doch von da nach da eine neue Handelsrunde. Erfolgsliste aktualisiert. Transferroute nimmt Betrieb auf. Ist ja schon mal schön. Dann machen wir erst den Mond, weil der muss auf jeden Fall sauber laufen. Und dann schauen wir, dass wir da unten das Zeug nachbessern. Weil da haben wir eh einen riesen Vorrat von allem. Können wir ruhig mal aufbrauchen. Bionische Erweiterungen fehlt ein Haufen. So, wie produzieren wir die? Guck mal. Ach da, genau. Ja gut, brauchen wir eine neue Station in der Hinsicht. Ach, da könnte man auch die Waren von der Tundra irgendwie mit einbauen. Ist ja in Ordnung. Ja. Könnte man damit... Könnte man mal zwei nehmen, ne? Funktioniert das auch bei Energie in einer gewissen Hinsicht? Nee, kurz. Ja, das, ich habe mir schon gedacht, das wäre ja viel zu OP gewesen. So langsam haben wir eine gute Bilanz, aber wir brauchen noch mehr. Das ist einfach die Aussage von mir.
Genau. Genau, genau, genau. So, dann haben wir das schon mal. Können wir gleichzeitig eigentlich das auch irgendwie einsammeln, wenn wir schon da sind. Dann passt das soweit. Genau. Zurück zur Erde. In den Waldbruckbecken. Jedoch. Erst in der nächsten Folge. Die ist nämlich jetzt schon wieder überlang. Daher wünsche ich euch nur einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.